Das Agile Manifesto und die 12 Prinzipien. Es ist von der Agilen Manifesto Webseite, steht auch auf der deutschen Übersetzung. Wir erschließen bessere Wege, Softwareprodukte zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese Tätigkeiten haben wir diese Werte, die folgenden Werte zu schätzen gelernt. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Am Ende des Tages sind es die Menschen, die etwas erfolgreich machen. Nicht die Prozesse, nicht die Werkzeuge. Da gibt es immer so diese Corner Cases, wo sie eben halt nicht mehr funktionieren. Und dann eben menschliche Intuition, Kreativität gefordert wird. Funktionierendes Softwareprodukt mehr als umfassende Dokumentation. Ja, Dokumentation ist wichtig. Ich bin auch nicht gegen Dokumentation, aber am Ende des Tages dokumentieren kann ich alles, kann ich es umsetzen. Es ist machbar. Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen. Am Ende des Tages brauchen wir wahrscheinlich schon einen Vertrag, aber wenn wir es schaffen, kollaborativ mit dem Kunden zu arbeiten, ist unser Kunde mehr zufrieden und das Produkt, was dabei entsteht, auch besser. Und all das führt letztendlich zu reagieren auf Veränderungen, ist uns wichtiger als das Befolgen eines Planes. Jetzt nochmal hier zusammengefasst, das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der linken Seite eben für uns höher ein. Aber wir haben beide Seiten. Das heißt, es ist in Ordnung, Prozesse, Werkzeuge und Dokumentation, Verträge, kurzfristige Pläne, für mich ist so ein Sprint Goal, Sprint Backlog im Plan, im Agilen. Also unsere Präferenz liegt immer auf der linken Seite, da diese der Treiber letztendlich für den Erfolg wird. Für mich geht es auch darum, wirklich durch diese Vorgehensweise, das iterative, inkrementelle, Heuristiken, die wir entdecken, auch wirklich gut zu nutzen. Ja, das war im Februar 2001 im Snowboard Skiing Resort in Utah. Seitdem hat es sich als unverändert herausgestellt. Es kamen einige Ideen auf über technische Exzellenz oder interne organisatorische Fähigkeiten und vielleicht auch mehr Fokus auf Produktentdeckung. Aber trotz alledem, das Agile Manifesto ist ein Grundpfeiler der Agilität, auch noch nach all diesen Jahren. Diese vier Werte, wie wir sie gerade auch Values beschrieben haben, bauen auf 12 Prinzipien. Der erste ist Kundenzufriedenheit. Durch die häufige Lieferung wertvolles Softwareproduktes bevorzugt in kürzeren Zeiträumen. Ja, so können wir öfters den Feedback Loop schließen, gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir begrüßen veränderte Anforderungen, auch spät in der Entwicklung. Agile Prozesse nutzen Veränderungen für den Wettbewerbsvorteil des Kunden. Wenn jetzt ein Kunde kommt, ja, ich habe das gesehen, jetzt habe ich festgestellt, ich hätte es doch lieber so oder wäre das machbar. Anstatt zu sagen, das ist aufwendig, das wird teuer, das ist ein Change Request. Sagen, okay, super, du hast dazugelernt, lass uns anschauen, was das bedeutet, wie wir damit umgehen können. Und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen. Häufige Lieferung von funktionierendem Produkt, ja, von ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten, mit Präferenz für die kürzere Zeitspanne. Ja, hier sprechen wir noch von Wochen und Monaten. Heutzutage ist es eher schon Tage, Wochen. Und für einige Firmen vielleicht auch schon Stunden. Das heißt, umso öfters wir liefern können, umso öfters können wir diesen Feedback-Loop letztendlich schließen. Aufbauen auf enge tägliche Zusammenarbeit zwischen den Businesspersonen und auch den Entwicklern. Vielleicht auch sogar noch die Kunden mit hinzubringen. Aber so schaffen wir es, dass da weniger Informationen durch die Weitergabe, durch die Cracks, wie man es im Englischen sagen, durchfallen. Baue Projekte um motivierte Personen herum auf. Gib ihnen die Umgebung und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf, dass sie die Arbeit erledigen. Gib den Entwicklern ein klares Ziel und dann aus dem Weg gehen. Mit der Annahme oder mit der klaren Aussage, ihr kommt auf uns zu, wenn ihr Probleme habt, wenn wir von euch nichts hören, gehen wir davon aus, alles ist im grünen Bereich. Die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist Face-to-Face-Kommunikation. Also mit jemandem gemeinsam reden ist wertvoller, wie am Telefon miteinander zu reden oder vielleicht per E-Mail. Ich bin jetzt hier ein bisschen... Ich denke mal, das ist jetzt auch schon älter. Heutzutage haben wir gute Technologie, wir haben gute Conferencing-Technologien, die uns unterstützen. Ich persönlich bin davon überzeugt,
eine gut funktionierende Videosoftware mit Tools wie Mural oder vielleicht auch ein Shared Google Doc ist für mich gleich effektiv. Ich habe wunderbare Ergebnisse auf diese Art und Weise auch schon erreicht. Punkt 7 ist, funktionierendes Softwareprodukt ist der primäre Messfortschritt. Das heißt, dokumentieren kann ich alles, aber das, was ich sehe als funktionierendes Produkt, das ist Realität, das kann mir keiner mehr nehmen. Und das ist, was letztendlich zählt, weil das wird ja ausgeliefert an den Kunden. Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. So, die Sponsoren, Entwickler und Benutzer sollten in der Lage sein, ein konstantes Tempo unbegrenzt beizubehalten. So, der Annahme ist ja nicht, dass wir versuchen, die Entwickler, die Human Resources auszudrücken wie Zitronen und da ist noch ein Tropfen drin, fester und fester, sondern dass wir wirklich das auch respektieren und unter Berücksichtigung von Urlaub, Feiertagen und so weiter, Wochenenden, die Leute, die Entwickler kontinuierlich erfolgreich, produktiv, kreativ arbeiten können. Persönlich habe ich nichts dagegen, wenn es vielleicht mal irgendwelche Lastspitzen gibt, wenn irgendwelche wichtigen Sachen passiert sind, aber im Grundgedanke ist das unser Ansatz. Kontinuierliche Aufmerksamkeit für technische Exzellenz und gutes Design verbessert Agilität, weil das erlaubt uns letztendlich, das Produkt immer wieder anzupassen im Bereich von Fehlern beheben, aber auch Erweiterungen und so weiter auf diesem Gebiet. Der nächste Punkt ist wahrscheinlich so mein Lieblingspunkt, Einfachheit. Die Kunst, die Menge der nicht zu erledigen Arbeiten zu maximieren, ist wesentlich. Letztendlich ist hier so der Grundgedanke, wenn ich was nicht mehr mache und ich kann noch erfolgreich sein, warum mache ich es dann noch? Weil eigentlich ist das ja unter Umständen Waste. Und da kann man extrem viel optimieren. Oft sind gewisse Schritte oder Sachen, die verlangt werden, einfach historisch bedingt, wurden aber nicht mehr hinterfragt, ob sie noch Sinn machen. Die besten Architekturen, Anforderungen und Designs entstehen aus selbstorganisierenden Teams. Das heißt auch wieder der Hintergedanke, gib den Leuten ein klares Ziel, gib ihnen klare Vorgaben, was gefragt ist, was wichtig ist, und dann aus dem Weg gehen. Und dann können die das eben auch dementsprechend passend entwickeln. Regelmäßig reflektiert das Team, wie es effektiver werden kann und passt dann sein Verhalten entsprechend an. Jetzt in Scrum ist das ganz klar die Retrospektive. Wie wir es ja auch oft beim Militär oder bei der Feuerwehr oder in anderen Bereichen, nach einem Einsatz kommt man nochmal zusammen und reflektiert, ja, was ging gut, was ging nicht gut, wie kann man besser werden. Und darauf aufbauend geht man eben besser vorbereitet in den nächsten Sprint oder Iteration. Also diese Prinzipien, die ich gerade gelistet habe, leiten agile Teams bei der Priorisierung der Kundenzufriedenheit, Customer Value, aber auch mit dem Umgehen von Veränderungen, Verbesserung der Zusammenarbeit im Kontext der iterativen und inkrementellen Lieferung von unserem Softwareprodukt. Letztendlich fördert das die Anpassungsfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit und die kontinuierliche Verbesserung während des gesamten Produktlebenszyklus. Und hier sage ich auch immer wieder Outcome over Output. Weil Outcome ist das, was letztendlich wichtig ist, was uns als Organisation erfolgreich macht. Für mich ist deswegen agiles oder agil kleingeschrieben. Ja, das ist etwas, was wir tun, wie wir denken. Es ist kein Zustand, den wir erreichen können. Weil wenn wir diesen Zustand erreicht haben, diesen Gipfel erklommen, dann sehen wir den nächsten Gipfel, der noch ein bisschen höher ist. Das heißt, es ist eine Reise. Agilität ist ein Geisteszustand, der uns immer vorwärts treibt, uns immer besser werden lässt. Vergleichen wir das mal mit dem PMBOK-Guide und auch so vielleicht klassische, traditionelle Wasserfall-Denkweisen. Ja, das PMBOK-Guide steht für Project Management Body of Knowledge. Es ist ein Rahmenwerk, das eine Reihe von standardisierten Begriffen und Richtlinien für das Projektmanagement umreißt. Es wird vom Project Management Institute, PMI, entwickelt und auch weiter gepflegt. Traditionelle Projektmanagement-Prinzipien, oft synonym mit Wasserfall-Vorgehensmethoden, weisen mehrere Schlüsselmerkmale zusammen auf. Also der Phasenansatz. Also wir denken in Phasen. Und beide betonen einen Ansatz zur Projektausführung. Diese Phasen sind im Allgemeinen wie Initiierung, Planung, Ausführung, Überwachung und Kontrolle bis hin zum Abschluss. Starker Fokus auf Dokumentation. Ja, beide Ansätze betonen die Bedeutung von Dokumentation während des gesamten Projektlebenszyklus.
Das umfasst die Projektaufträge, Pläne wie Projektmanagementplan, Umfangsmanagementplan, Änderungsplan, Statusberichte, Projektdokumente und. Und das ist auch für mich der Punkt, warum im Agile Manifesto steht, funktionierendes Produkt ist uns wichtiger wie Dokumentation. Sequenzieller Arbeitsablauf. Traditionelle Projektmanagementmethoden folgen einem linearen oder sequenziellen Arbeitsablauf, bei dem jede Phase abgeschlossen wird, bevor die nächste Phase beginnt. Das sind oft so diese Milestones, die dann oft auch unterschrieben werden. Das sind ähnlich wie die Prozessgruppen, die im PM-Guide aufgeführt sind. Fokus auf Planung. Beide Vorgehensweise legen großen Wert auf eine gründliche Planung im Vorfeld. Dies umfasst die Definition des Projektumfangs, die Erstellung von Zeitplänen, die Zuweisung von Ressourcen und die Identifizierung potenzieller Risiken. Aber hier ist auch wieder uns klar der Ansatz, wir können alles im Vorfeld identifizieren. Können wir? Im Komplexen haben wir die Unknowns. Änderungsmanagement. Beide Rahmenwerke erkennen die Notwendigkeit von formellen Änderungsmanagementprozessen zur Bewältigung von Änderungen des Projektumfangs, Zeitplans oder Ressourcen. Dann geht es dabei, das Ganze zu bewerten. Wie stark sind die Auswirkungen von diesen Änderungen? Das Einholen von Genehmigungen und die Aktualisierung der Projektdokumentation. Im Bereich Qualitätsmanagement haben beide wieder einen klaren Fokus auf, wie wichtig das ist, dieses Qualitätsmanagement, während des gesamten eben Projektlebenszyklus. Dies umfasst die Definition von Qualitätsmetriken, vielleicht haben wir Gesetze, andere Auflagen, die wir erfüllen müssen, die Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung von Standards und die Durchführung von Qualitätskontrollen zur Überprüfung der Qualität und der richtigen Ergebnisse. Und ganz am Schluss noch Risikomanagement. Beide Ansätze haben auch das Risiko proaktiv während des gesamten Projekts zur Identifizierung analysieren und zu verwalten. Dies umfasst Risikoidentifikation, Bewertung, Reaktionsplanung und auch die Überwachung. Aber da ist auch halt wiederum sehr stark der Gedanke dabei, wir können alle Risiken im Vorfeld identifizieren. Und ich denke, wir haben in der letzten Zeit oft erfahren, dass es doch Sachen gibt, die sind außerhalb unseres Circles of Influence, Sachen, die wir beeinflussen können und die werfen uns dann von heute auf morgen aus der Bahn. Also wichtig ist nochmal herauszuheben, dass der PMBOK-Guide nicht genau vorschreibt, welche Vorgehensmethode angewandt wird. Im Gegensatz zu klassischem Wasserfall ist das ganz klar statisch festgelegt. Also ich würde das Ganze jetzt noch ganz gern mal zusammenfassen hier ganz am Schluss und so die Grundwerke und ihre Auswirkungen auf das Projekt letztendlich oder auf das Produkt, das wir bauen. In meinen Product Owner Trainings ist eine meiner beliebtesten Übungen, die Teilnehmer zu fragen, ein Projekt und ein Produkt-Mindset zu vergleichen und zu gegenüberstellen. Also die zu berücksichtigen Merkmale sind Definition des Erfolges, Steuerung und Definition eines erfolgreichen Projektes oder Produktes. Und die Steuerung eben auch noch. Für Projekte geht es immer um, und das höre ich immer wieder, pünktliche Lieferung, Einhalten des Umfangs und Einhalten des Budgets, Time, Scope, Budget. Und das macht es klar, es ist nach eine innengerichtete Denkweise. So die Befolgung des Plans ist von größter Bedeutung. Also Einhalten des Plans ist wichtiger als Kundenzufriedenheit. Es konzentriert sich sehr stark auf das Erreichen des vordefinierten Outputs. In diesen Beschreibungen, die ich von meinen Teilnehmern bekomme, erscheint nie das Wort Kunde oder Benutzer. Jetzt für Produkte geht es um Kundenzufriedenheit. Also das ist, was ich immer wieder sehe als Feedback von den Teilnehmern. Kundenzufriedenheit, Umsatz, Marktanteil oder auch Reaktionszeit auf Veränderungen, wenn etwas passiert, was wir nicht beeinflussen können. Na, das sind alles nach außen gerichtet der Elemente und beschreiben das Ergebnis, das Outcome für den Kunden. Na, es gibt eine
logische Verhaltensbeziehung mit dem, was wir tun und einen Bezug zu dem, was der Kunde letztendlich braucht. Und jetzt ist für mich hier so eine theoretische Frage, oft könnte ich als Firma alle Projekte pünktlich liefern, on time, on scope, on budget, also im richtigen Umfang, im Einhalten des Budgets und auch Termin. Und doch als Firma scheitern. Und die Antwort ist ja, wenn ich das Falsche zur richtigen Zeit, im richtigen Budget und so weiter liefere. Und das ist auch genau der Punkt, warum im Agilen ein Fokus auf das Customer Outcome, auf das Kundenergebnis, Erlebnis vorhanden ist. Und das ist auch der Grund, warum wir in Scrum einen Product Owner und nicht einen Projekt Owner oder Projektleiter haben. Also der Fokus auf das Produkt, der dem Kunden hilft, gewisse Ergebnisse besser zu erreichen. Pünktlich im Umfang und im Budget zu sein, ist eine Illusion. Es gibt einem nur das Feedback, ja, wir halten uns an den Plan, aber wenn der Plan nicht stimmt, ja, wissen wir, was die schreckliche Konsequenz sein kann. Ein Problem eines Benutzers mit guten Produkten zu lösen, ist das, was letztendlich zählt. Und das ist wirklich dieses Customer Outcome. Und für mich persönlich hat es Peter Drucker wirklich sehr gut beschrieben mit seinem berüchtigten oder berühmten Zitat. Der Zweck eines Unternehmens ist es, einen Kunden zu schaffen und zu behalten.